Hallo Freunde, das ist kein YouTube-Spatz. Grüße euch. Na, alles fit? Ich hab da was für euch. Ich hab ein Paket gekriegt. Messerchen habe ich auch. Wir schneiden es mal auf. Ich zeige euch jetzt erstmal das Paket. So, das ist das liebe Paket. Das geht euch überhaupt nichts an, wo ich wohne. Ja, so. Klein, fett, rund, so muss es sein. Hat er nicht gesagt, doch. So, dann müssen wir das jetzt mal aufschneiden. So wie üblich macht Virus das einfach mal auf Knieschreibe, komm raus. Okay, das Paket rutscht immer weg. Das ist etwas schwerer. Also. So. So, das hat schon mal funktioniert, aber ich muss seitwärts noch. Was ein Scheiß. So, ja, ihr hört da immer so Flaschen geklimpert, aber lasst euch dadurch nicht stören. Ich bin zu faul zum. Glascontainer zu gehen und das wegzuschmeißen. So, man öffne. Und man öffne. Ach, da ist ja nichts drauf. Ja, der Virus, der hat jetzt seine eigene Kappe. Alter, was geht, ey? Leider haben die irgendwie beim Drucken das nicht mit Rot verstanden, aber die Kappe vorne mit dem, das habe ich mir extra ausgesucht, damit das so passt. Das ist irgendwie orange, das wollte das Rot haben. Und natürlich, ne, man kennt es, man soll es erkennen. Und natürlich an der Seite nochmal, aber da ich sie jetzt nicht aufhabe, raus. So, also wenn man sie jetzt auf hat, Moment, ich kann sie mal aufsetzen. Wie sieht das aus mit Kappe? Ich habe in der Küche einen Spiegel. Ja. Aber ihr seht mich wahrscheinlich nicht wegen dem Licht, also wahrscheinlich nicht hier rein. Mal gucken. Ja. Ich kann davon arbeiten, ich habe noch ein bisschen Farbe auf der Brille. Wow. Ja. Man kann sich doch sehen lassen, oder? Wenn das nicht Werbung ist. So, ja, dann mache ich mal weiter. Kann man das sehen? Schaut schon gut aus. Oh. Also ich selber konnte das jetzt nicht sehen, aber ich denke mal, das sieht gut aus. Ja, also Kopfbedeckung steht für Sommer oder wenn es mal regnet. Und dann kann ich meinen alten Deckel da, kann ich zwar noch behalten, Moment, ich zeige ihn euch. Ich war eigentlich sonst früher nie ein Kappenträger, aber in dem Fall, ja, das ist meine alte. Und da fehlt auch schon die Farbe, die war mal richtig knallig, ja? Fand ich richtig geil. Habe ich mich mal bei Taco besorgt. Mann, schmeiße ich es auch noch hin. Da hatte ich mal, weiß nicht mehr, 5 Euro für bezahlt oder so. Fand die geil. Hat mir auch irgendwie gepasst, beziehungsweise ich fand die, und deswegen habe ich es mir einfach geholt, finde ich. Und diese jetzt, die ist weit über 5 Euro. Nur wegen dem Druck und wegen ein bisschen mit dem Rot. Hier oben habe ich es auch. Diese Luftlöcher. Warte mal, nenn die. Hier unten irgendwo, ja. Und ja. Ja, wo habe ich mir das jetzt machen lassen? Ja, kann ich euch sofort zeigen. Ah ja, okay, die Instruktion für Waschmaschine, also komm, kannst du meine Waschmaschine schmeißen. So, ihr wollt wissen, wo ich das gemacht habe. Also über den Preis spreche ich jetzt nicht. Da könnt ihr euch selber mal gucken und eine Kappe machen. Auf jeden Fall. Ja, aber erstmal ein bisschen suchen müssen, bis ich irgendwas gefunden habe, wo man sagt, man kann das da machen. Und hier jetzt für euch, warte, ich denke da noch mal was ab, das geht euch nicht an. So, auf los geht's los, hier die Seite. Ja, somit
Aber im Moment luftig, weil ich Haare gehe. Wenn ich die Haare mal nicht gele, habe ich meinen Deckel. Also, Virus sagt schon mit V, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da, wenn nicht, auch gut. Aber so nach nimmt was Form an. Ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht noch eine Hose dazu kommt. Ich muss mal gucken, ob es da was Gescheites gibt. Ansonsten würde ich sagen, hey, Virus-Outfit nimmt langsam Form an. Danke an den lieben Marv für sein Design. Das ist sein Design, das hat er gemacht mit Photoshop. Deswegen erstmal ein fettes Merci daran, dass ich das verwenden kann und darf. Und schauen wir mal bei Marv rein. Der hat auch seine eigene Kollektion jetzt. Und ja, Daumen hoch, Marv, und Dankeschön. Und ja, vielleicht machst du ja nochmal wieder das ein oder andere für mich. Ich würde sagen, danke, und schaut noch einmal die anderen Videos an, da ist das T-Shirt oder die Visitenkarten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Virus und ciao mit V.